Komm schon. Auf die Knie, Crane. Sofort. Du hast es also geschafft. Ich gebe zu, ich hatte Zweifel, dass es dir wirklich gelingt. Ich sag's nicht noch einmal. Und ich spreche nicht mit dir. Es ist Zeit. Zeit wofür? Jim. Tut mir leid. Es ging nicht anders. Her mit meiner Tochter. Dad! Barbara. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Was machst du da? Ruf den Transporter. Wir verschwinden. Ja, Sir. Es ist an der Zeit, dass die Menschen von Gotham erkennen, wer ihr Retter wirklich ist. Ein Mann. Nur ein Mann. Hoffnungslos. Verraten von seinen Freunden. Vor Angst gelähmt. Lass sie gehen. Ihr beide habt noch eure Rollen zu spielen. Wir hatten eine Abmachung. Nachdem ich ihre größte Angst erkannt hatte, waren sie leicht zu kontrollieren. Sie geben sich selbst die Schuld für ihren Zustand. Sie müssen sie beschützen. Doch tief verborgen liegt die Gewissheit, eines Tages zu scheitern. Dank dieser Angst gehören sie mir. Überlegen Sie Ihren nächsten Schritt sehr gut, Commissioner. Ihr Leben hängt davon ab. Dad! Nein! Dachten Sie, ich will seinen Tod? Dachten Sie, das würde Ihre Tochter retten? Wissen Sie, was geschieht, wenn man sich weigert, sich von seinen Ängsten kontrollieren zu lassen? Sie werden wahr! Nein! Nimm mich, bitte! Sie willst du doch gar nicht! Nimm mich! Du machst mir keine Angst. Angst ist nur natürlich. Bist du verletzt? Ich dachte, du bist tot. Jim wusste, was er tat. Da! Wo bringen sie ihn hin? Wo ist das Batmobil? Zerstört. Was? Keine Sorge. Lucius hat einen Ersatz. Zerstört!
geschossen! Scarecrow wird ihn töten, oder? Nicht, wenn er durch ihn zu mir kommen kann. Oh, wie ritterlich! Erinnerst du dich, wie du mich so getragen hast? Ich nicht. Ich war tot. Du kannst vom Revier aus arbeiten. Wir finden deinen Vater. Barbara, Scarecrow hat mich manipuliert. Ich sah dich sterben. Das war das Gas, Bruce. Mach dir keine Sorgen um uns. Du bist nicht verantwortlich. Wir kämpfen mit dir, nicht für dich, okay? Gut, dass du wieder da bist. Cash, ich habe Barbara gefunden. Ich bring sie zu den Zellen. Sie lebt. Gott sei Dank. Was ist mit Gordon? Scarecrow hat ihn gefangen genommen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir werden ihn befreien, Cash. Wo ist Tim? Ist er okay? Er ist noch im Filmstudio. Es geht ihm gut. Barbara! Schön, dich zu sehen. Hallo, Aaron. Ist eine Weile her. Barbara unterstützt uns von hier aus. Wie du meinst. Sie arbeitet jetzt für dich? Teufel, was sag ich denn da? Tun wir doch alle, oder? Okay, mal sehen. Zuerst stellen wir eine Verbindung zum Uhrenturm her. Die brauchen echt neue Computer. Okay, sind drin. Mist, Scarecrow's Männer sind schon da. Die wollen den Serverraum ausschalten. Kopier die Daten vom Zentralrechner. Geht nicht. Die Miliz blockiert unseren Zugang. Die Verbindung ist weg. Wir brauchen die Daten, nur so finden wir meinen Dad. Ich kümmere mich drum. Du kannst da nicht hin. Sie warten schon auf dich. Das hoffe ich doch. All die Jahre. Und ich habe immer noch eine Schwäche für die kleine Barbara Gordon. Zum Glück sitzt meine nicht genau zwischen den Brustwirbeln. Dieser Ort passt zu dir, Cobblepot. Du siehst müde aus, Kumpel. Hat dich alle gemacht, mich einzusperren. Das sehe ich. Auch dein Körper hält nur begrenzt was aus. Dich hinter Gittern zu sehen, ist mein Antrieb. Ich werde dir dein selbstgefälliges Lächeln schon aus dem Gesicht wischen. Wenn ich daran denke, dass dieser Kerl damals in Arkham City mein Erzfeind war. Ach, sieh mich nicht so an, Bats. Mein Leben besteht nicht nur aus dir. Zumindest war's mal so. Glaubst du, es ist klug, das Mädchen wieder hierher zu bringen, Batman? Du kannst sie genauso gut gleich... Mach sie fertig, Batman. Schnell, mach es... Tut uns leid, Batman. Wir haben nichts angerührt. Thank you.
Ach, Scheiße! Es ist Batman! Bring uns hier raus! Riddler, sag mir, was du weißt. Schon gut, ich rede. Tu mir nur nicht weh. Gut. Stehen unter Beschuss, Deckung! Das Ding macht uns platt! Gib Stoff! Mach ja schon! Genau das Gleiche werde ich mit dir anstellen, dunkler Ritter.
Noch bevor die Nacht zu Ende ist, werde ich alle Schichten Batmans abtragen. Oracle, der Uhrenturm ist sicher. Verbindung zum Großrechner steht. Gut. Okay, wie es aussieht, haben wir wohl ein paar Server verloren. Wird eine Weile dauern, bis alle Daten wiederhergestellt sind, aber ich sollte online sein, wenn du zurückkommst. In der Zwischenzeit solltest du vielleicht rüber zu Lady of Gotham. Dieser Reporter Jack Ryder wollte dort einer Spur nachgehen. Cash versuchte, ihn aufzuhalten, aber Ryder hat was von Pressefreiheit gefaselt. Jack Ryders gefährliche Nachforschungen haben ihn zur Lady of Gotham geführt. Ich sollte ihn finden, auch wenn es dafür keinen Pulitzerpreis gibt. Meine lieben Brüder, wir versammeln uns hier, um den wahren Vater zu ehren. Er, der unsere Leben mit Licht erfüllte, als wir von Dunkelheit umgeben waren. Er, der es auf die Erde regnen ließ, wenn wir nach Wasser lechten. Wer wagt, das Ritual zu stören? Batman, bist du das? Hol mich hier raus! Dies ist geheiligter Boden, Heide. Du hast dir nichts verloren. Doch Gott hat dich zu mir gesandt, auf dass ich in deinem Blut baden möge. Meine Kinder, der Teufel zeigt sich im schwarzen Gewand. Erschlag ihn sofort! Schnell, die Zeit für das Ritual rückt näher! Nicht zu töten, ein riesiges Batman! Erkenne ihn! Ich werde blutigen Batman! Send dich los, du kranker Irre! Du wirst bleiben! Der Himmel öffnet sich und zerschmettert sich immer. Ich jag dir das Messer durchs Herz. Ich beschaff dir alles, was du willst. Feiglinge, allesamt! Ihnen mangelte es an Glauben, Batman. Mir nicht. Ich kenne die Wahrheit. Wie die Klinge seine Kehle durchtrennt und ich in Unsterblichkeit bade. Tun Sie's nicht. Ich bin dem Tod öfter begegnet, als du dir vorstellen kannst. Ich werde noch da sein, wenn du tot bist, Batman. Gotham wird mir gehören. Spar dir deine Reden. Ging's nicht schneller? Kleiner Scherz. Das riecht nach meiner Story. Das ist es, Batman. So komme ich wieder ins Geschäft. Meine eigene Show. Und der erste Gast? Wie wär's? Der echte Batman. Deine Story. Ich nehme dich mit zum GCPD. Jetzt sind Sie in meiner Kirche, Diakon. Sieh dich um, Batman. Sieh dir an, was du schützen willst. Gotham ist verloren. Warum kämpfst du noch? Es ist vorbei. Ich bestimme, wann es vorbei ist, Blackfire. Bringt ihn zu den Zellen. Hey, freuen Sie sich bloß nicht so sehr, mich zu sehen. Ist dieser Blackfire ein echter Priester, Batsy? Weil, ich schulde der Kirche von Gotham noch eine Entschuldigung für die Salzsäure im Weihwasser. Das war vielleicht eine Taufe.
Band 8, 15. Oktober. Keine Spur von dem Prediger. Band 8, 15. Oktober. Keine Spur von dem Prediger. Keine Aufzeichnungen, nichts. Vermute, dass er sich nicht lange verbergen wird. Denn der Herr hat einen äußerst grausamen und dunklen Ort geschaffen. Das hat er. Dorthin schaffen wir die Heiden, die schuldigen Männer und Frauen in seinen Hallen des Schmerzes, wo Flammenseen lodern und glühende Kohlen wie Hagel vom schwarzen Himmel regnen. Denn wisset, Gothams Tage sind gezählt. Ich sah es. Er hat es mir gezeigt. Er zeigte mir das Feuer. Er zeigte mir die sich windenden Leiber in den Flammen. Denn genau das erwartet all diejenigen, die mich nicht mit vollem Herzen akzeptieren. Ich bin der Bote der Wahrheit, denn der Herr gab mir die heilige Salbung. Er hat mich über alle anderen gestellt und mir und meinen Kindern unseren rechtmäßigen Platz im neuen Reich versprochen. Oh ja, ihr alle werdet Fürsten dieser neuen Welt sein. Blackfires Predigten werden schlimmer. Er wartet nicht auf das Ende, er schwört es herbei. Und ich werde dabei sein, wenn es soweit ist. Band 11, 19. Oktober. Gehe einige alte Interviews durch, die ich mit Obdachlosen in Gotham geführt habe. Die Zahl nahm ab, niemand wusste warum. Es könnte mit Blackfire zu tun haben. Mein Name ist Terry Noonan. Ich arbeite seit fast 20 Jahren in der Kanalisation. Ich habe alles gesehen. Wände aus Fett, so dick, dass man darin verschwinden kann. Ratten so groß wie Hunde mit schaurigen Zähnen und Fell. Das dort unten ist eine andere Welt. Ich hörte, Sie haben eine Theorie, Mr. Noonan. Terry, bitte. Einige glauben, die Obdachlosen würden verschwinden, weil Gotham sie aus der Gosse holt. Sie aber sehen das anders? Ich habe Dinge gehört. Seltsame Dinge. Stimmen. Gesang. Gesang? Wie in der Kirche. Das geht schon seit Monaten so. Man hört ihn immer öfter und er wird immer lauter. Sind Sie dem je nachgegangen? Hey, ich bin doch nicht irre. Außerdem geht mich das nichts an. Sie sollten das besser auch so halten. Noonan verschwand kurz darauf. Die Cops entdeckten seine Leiche in einem dieser riesigen Fettbehälter und sagten, es sei ein Unfall gewesen. Er hat sicher etwas gefunden, das er nicht finden sollte. Was zum Teufel hast du vor, Blackfire? Band 23, 26. Oktober. Ich habe die Archive durchsucht und stieß auf dieses kleine Juwel. Die Cops verhafteten einen Landstreicher, der mit Blackfire zusammengestoßen ist. Wir kriegen wohl langsam eine Vorstellung, was dieser Irre getrieben hat. Wie lautet Ihr Name? Ich habe keinen Namen. Nicht mehr. Wir sind seine Kinder, seine Schüler. Von wem? Diakon Blackfire, der einzig wahre Bote. Der Erlöser. Er kann Gotham retten. Er kann uns alle retten. Klingt ja nach einem netten Kerl. Sie verspotten mich. Sie Narre. Sie wissen nicht, mit welcher Macht Sie es zu tun haben. Okay. Warum sagen Sie es mir nicht? 1000 Jahre lang wandelte er auf Erden und noch 1000 Jahre lang wird er herrschen. Sie grinsen. Sie denken, ich bin verrückt. Hey, Sie dürfen glauben, was immer Sie möchten. Einst zweifelte auch ich an ihm. Und dann sah ich es. Im Blut liegt seine Macht begründet. Er badet darin. Bestimmt tut er das. Man kann es in ihren Augen sehen, wenn er ihnen die Kehle durchschneidet. Dann sehen sie es, das Licht. Okay, Freundchen, ganz ruhig. Ich muss gehen. Wir müssen das letzte rituelle Opfer vorbereiten. Es wird ihm das ewige Leben schenken. Setzen! Fixier ihn! Lasst mich los! Nein! Eine Armee aus Obdachlosen? Menschenopfer? Baden in Blut? Ich hoffe, Sie planen eine weitere Opferung. Ohne eine kleine menschliche Tragödie gewinnt man keinen Preis. Band 25, 30. Oktober. Habe diesen Obduktionsbericht gefunden. Menschenopfer. Es ist wahr. Es gibt sie wirklich. Der verstorbene M. Hollis wurde in einem verlassenen Gebäude aufgefunden. In einem Raum in Richtung Hammond Close. Männlich, 33 Jahre, ungefähr 1,80, 95 Kilogramm, braune Haare, lag mit dem Gesicht nach oben auf einem Tisch in der Mitte des Raumes. Prellungen an den Handgelenken deuten darauf hin, dass das Opfer mit einem dicken Strick oder Seil gefesselt wurde.
Die Kehle wurde samt der Hauptarterien mit einem tiefen Schnitt durchtrennt. Der Körper scheint ausgeblutet worden zu sein. Das Opfer ist nackt. Kleidung sowie persönliche Gegenstände wurden verbrannt. Keine Spur von der Mordwaffe. Symbole wurden mit dem Blut des Opfers an die Wand gemalt. Fotografien wurden gelockt. Tatort gesichert von Detective Russo, 21 Uhr. Etwas Großes ist im Gange. Blackfire ist hier, das weiß ich. Er will das letzte Opfer, aber wo? Mir fehlt das letzte Puzzleteil und dann... Bam! Der Mistkerl gehört mir. So langsam fügt sich alles zusammen. Lady Gotham, da wird es sich abspielen. Ich konnte nicht auf dich warten, Batman. Das hier darf ich nicht verpassen. Du fragst dich sicher, wo die Verbindung zu Lady Gotham ist. Es gab offenbar einen Blackfire, der den Miyagani nahestand. Sein Name kommt in Stammesgeschichten vor. Er wurde mit Pfeilen gespickt und in eine Höhle gesperrt. Du willst wissen, wo die Höhle sein soll? Halt dich fest. Direkt unter Lady Gotham. Die Ironie ist unserem Prediger wohl nicht entgangen. Cash hat die Fingerabdrücke des Kerls geprüft. Er hat eine Vorgeschichte. Steuerhinterziehung, Betrug. Eine Akte stammt aus den 20ern. Cash vermutet einen Fehler. Ein Teil von mir wünscht sich, dass Blackfire die Wahrheit sagt. Wir alle wollen glauben. Leider ist er auch nur ein Schwindler. Scarecrow hatte Leute auf dem Dach. Die haben's gesehen. Der alte... Batman ist hier! Angriff! Kontakt hier drüben! Los, los! Verteidigt euch! Riddler, rede! Klar, was immer du willst! Das war's. Ich frage mich, wer wirklich hinter diesem Visier gesteckt hat. Denkst du, er kannte Batman? Scarecrow sollte einfach aufgeben, Mann. Der besiegt dich ohnehin nicht. Niemals. Du hast bloß so lange überlebt, weil er das so möchte. Du stirbst bereits die ganze Nacht und weißt es bloß nicht. Du hattest Glück, Ryder. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich meine, ich hatte alles unter Kontrolle. Das gehörte alles dazu. Du weißt schon, nah dran und persönlich. Nächstes Mal lasse ich dich da. Süß. Mit wem würdest du ohne mich reden? Sei gewarnt. Ich rette dich heute Nacht nicht nochmal. Was, das? Absolut sauber. Queen Industries hat letzte Woche ein neues Unternehmen gegründet, Q-Corp. Ich schreibe einen Artikel über den Besitzer. Messerscharfe Recherche. Sicher. Ich schicke dir eine Kopie zu. Du wirst hier eine ganze Weile drin bleiben, Blackfire. Kind, diese Zelle kann mich nicht halten. Wenn die Zeit kommt, wird Gott die Gitterstäbe wie heißes Wachs schmelzen lassen. Und ich komme frei. Wenn ich du wäre, würde ich weiterbeten.
Oh, werde ich. Ich bete für sie alle, für Gothams verlorene Kinder, besonders für dich, Batman. Für dich spreche ich ein besonderes Gebet. Das muss man Diakon Blackbeard lassen. Was den Obdachlosen Arbeit gibt, sollten wir fördern. Der Neid war schwach. Er hat versagt. Wir werden das nicht.